Jo und herzlich willkommen. Austrian Player hier am Apparat. Heute gibt es wieder mal ein Video von mir, eine Map-Vorstellung. Ja, ihr seht, oh, was ist das? Etwas Neues, etwas Schickes. Und zwar die Landwirtsland-Map vom Fördman, ein Kollege von Qualitätsmods, davon wo ich auch herkomme, beziehungsweise auch dabei bin. Wir fangen hier an. Ich mache eine kleine Vorstellungsrunde. Der Map ist eine Beta-Version und Achtung, es gibt sie noch nicht zum Download. Das ist vorab ein kleiner Preview sozusagen. So, das ist unser Hof. Noch etwas kahl sozusagen, weil hier ist ja noch was frei, da kommt bestimmt noch was. Ansonsten schon mit viel Platz für diverseste Fahrzeuge. Ist übrigens vom Gesamtareal her, wie man sieht, klein gehalten, also für Singleplay glaube ich eine optimale Geschichte. So, hier haben wir Wasser mit einer, also einen kleinen Teich mit einer sehr schönen Wassertextur, aber was sehe ich hier? Da fehlt was, da fehlt eine Textur, oder? Da hat vielleicht die Wasserplane etwas verschoben. Wenn man das hier so anguckt. Aber es macht nichts. Aber zurück zum Thema. Hier haben wir das Gartencenter, was mir sehr gut gefällt. Gewächshäuser, Pflanzen, Blumen, Saatgut, Dünger, Bäumchen, auch mit einer Abfallsammelstelle. Auf jeden Fall schick, schick umgesetzt. Alles, was das Herz begehrt im Gartencenter. Ein kleines verschlafenes Dörfchen, sieht sehr ruhig aus. Wenn die ersten Traktoren hier durchdonnern, dann schaut die Sache anders aus. Mir kommen die Häuser bekannt vor, dem einen oder anderen von euch bestimmt auch. Das hier ist der Fahrzeughändler, schön eingezäunt, mit einem zwar niedrigen Zaun und einfachen Zaun, aber es gibt ja auch nichts zu stehlen, da ich leider hier eigentlich ein paar Modelle vermisse, so dass gleich ins Auge sticht. Ah, hier ist der Fahrzeughändler. Ich meine, klar, das Gebäude kennen wir ja, aber ich finde, da gehören fast so einfach nur zur Dekoration Modelle hin. So, mein Handy hat geklingelt. Sorry. Was haben wir hier noch? Das Lagerhaus. Ein kleines Lagerhaus. Seit wann gibt es das in so kleine Ausführung? Am Straßenrand zwicken sie uns hier im Sinne der grünen Mafia die Ernte ab. Nein, Spaß. Cool, ja. Das ist mein Fazit dazu. Viele, viele Bäume am Straßenrand, wollte ich jetzt sagen. Am Maprand auch fällbare Bäume, Originalbäume, was ich nicht so unbedingt prickling ideal finde. Beim Maprand, es ist ja da nicht mal ein Forstbereich, da das ja auf Wiesenuntergrund gemacht, draufgesetzt wurde. Was ich allerdings sehe und sehr schade finde, was man allerdings beheben kann, ist, dass hier die Äste schweben. Das ist ein kleiner Fehler von den Originalbäumchen. Da gibt es ein Tool, wo man das innerhalb von 10 Minuten fixen kann, ohne hier die ganzen Bäume neu zu setzen. Als kleine Information, falls er das noch machen möchte oder falls das wirklich so stört, es ist eigentlich ja wirklich ein winziges Detail, was nur bei genauem Hinschauen auffällt. Aber bei Perfektionsarbeiten will man natürlich 110% geben. Ein Discounter Netto nennt sich der. Habe ich ihn echt auch nur einmal gesehen bis jetzt. Da kann man was verkaufen. Auf jeden Fall, da guckt noch was durch. Also Kumpel, wenn du hier das Video siehst, besser das aus. Wer hat schon bei der Anlieferung Gras im Graben? Ja, Kinderspielplatz mit Aussichtsturm vom Baywatch. Aussichtsturm für den Hero of the Day. Ja, nice. Spielplatz, Strand, irgendwie so Grillplatz. Oh, hier fällt was. Essen, aber hier fällt der Tisch. Wieder eben ein, ja, sogar ein bisschen ein Fluss, würde ich jetzt sagen, oder ein längerer Teich. Mit Schilf. Das Schilf übrigens finde ich sehr schick. Das rundet das Ganze wirklich toll ab. Dann einfach mal der Straße entlang.
Der Forstbereich. Das ist der Forstbereich 1, weil es gibt ja zwei Forstbereiche. Den finde ich ganz cool in Szene gesetzt, vor allem vom Gelände her. Da wird das Holzliebhaberherz auf jeden Fall höher schlagen. Hier wird Kohle gescheffelt, Freunde. Hier kann man Gas geben mit dem Hacker. So, die Schweinemast haben wir hier. Ja, sieh mal einer an. Nicht so schick. Also Funktion Nummer 1, was wir entdeckt haben, Schweinemast. Viel Platz außenrum, aber leider zu wenig Unterstand. Ja, hier werden doch die ein oder anderen Mastliebhaber was platzieren wollen. Also von den Fahrzeugen und Geräten her. Da kann man sich bei Bedarf, sage ich jetzt mal, erweitern. So. Die Kuhweide. Originalfahrsilo. Güllebecken. Misthaufen. Stall. Und die zweite Funktion. Water Mode. Tada. Yes. Mir fehlt einfach auch wieder ein bisschen ein Unterstand. Viele Bäume. Okay. Im Mistladebereich vielleicht nicht so optimal aufgrund der Sicht. Wenn du... Ist eine Geschmackssache. Oh. Da haben wir... Auf der anderen Straßenseite zwei große Unterstände. Aber warum sind die da und nicht hier? Ja, gut. Vom Erbauer so gemacht, respektiere ich allerdings von der, zumindest eine der zwei Unterstände hier irgendwo hin, würde meinen Geschmack auch 100% treffen. Hier schon ein Feld angesät mit original Weizenextur. Hier haben wir ein Biomasse Heizkraftwerk, logisch für unsere Hackschnitzel, damit wir beim großen Holzgeballer hier auch was weiterbringen. Hier fehlt allerdings Rauch, da kommt nochmal was raus, oder? Bin mir nicht sicher. Mit einer Schranke braucht man auch. Die Windräder finde ich sehr, sehr cool, allerdings glaube ich, sind die nur als Dekoration gedacht und ohne Funktion, also bringen kein Geld. Aber... Drum, die Windräder kommen mir bekannt vor. Das ist eindeutig vom LSL, wenn ich mich jetzt nicht irre. Das ist so ein Teleportationspunkt, oder nicht? Ja. Yep. Der funktioniert sogar. Nice. Dann steht man hier oben. Ja, ich kann eh fliegen. Peiner. Hier haben wir noch Teleportation. Funktioniert. Wir haben hier noch einen Landhandel, auch von der Größe her akzeptabel, hier ein bisschen ja vernachlässigt worden, rostet schon. Für Dünger, hier die Ablaufstation, hier fehlt allerdings auch noch was, aber keine Panik Leute, es ist eine Beta, hier darf ruhig noch ein bisschen was fehlen. Saatgut kann man ja auch kaufen. Eine schöne Brücke. Boah, das ist aber sehr knapp im Wasser. Also wenn da... Und da sich in Hechten Spaß erlaubt, der knallt dir auf die Windschutzscheibe. Ja, Startfahrzeuge wurden noch nicht angepasst, das hat er aber mir gesagt. Das kommt noch, also nicht wundern, weil hier einfach was da steckt. Genauso wie PDA wird auch noch gemacht, das sind immer so Schlussarbeiten. So, das müssen wir unnötig lang machen, das Video. Die Schafweide, eindeutig, den Stall kenne ich. Achtung, Spoiler-Alarm von einem Kumpel. Schrägstrich Kollege von Qualitätsmods, der schön animiert ist, mir gefällt der gut. Allerdings finde ich es wieder schade, dass die Schafweide hier einfach so hingemacht wurde, weil es halt eben Schafe gibt sozusagen im LS. Das könnte man bestimmt etwas besser in Szene setzen, um die lieben Schäfchen nicht zu vernachlässigen, weil ja, es legen zwar nicht viele Wert drauf in LS Schafzucht zu betreiben, aber wenn es schon so einen schönen Stall gibt, dann finde ich, sollte drumherum auch das wirklich mit Liebe und Anführungszeichen umgesetzt sein. Hier nochmals ein Teich mit Wasserfall. Ja, man kann hier ein Rauschen hören. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut hörbar war. Es ist sehr leise. Aber man kann ein Rauschen hören. Das war mir gerade wichtig, weil beim Wasserfall, der stumm ist, habe ich noch nie gehört. Hier nochmal Unterstände, wenn einem der Hagel überrascht. Die originale Maistextur findet bei mir nicht Anklang, weil einfach das ist zu gelb. Das ist keine Mayonnaise und kein Senf, das ist Mais. Und
weiß nicht, ob das so beabsichtigt ist von dir, ob du das so lässt für mein besser ankommen, nutze ich meinen anderen Textur, aber soll deine Entscheidung sein. Ist ja auch deine Map. So, hier eine wirklich vom Areal her große BGA mit wieder schön dekoriert alles mit Bäumen, auch rund um die Fermenter. Ist man eine BGA, die nicht so grau in grau ist, was ich ja schick finde, zum Beispiel so wie der Abschnitt hier, so zwischen den Silos und Fermentern, mal so, ja, vier Bäume reingesetzt, das finde ich cool optisch gesehen. Allerdings bei so einem Areal würde ich mir vielleicht auch einen Unterstand oder so wünschen für Radlader etc., was man halt auf einer BGA so braucht und fährt. Vor allem bei der Größe wäre es ja leicht drinnen, um wieder, wie gesagt, etwas Performance zu sparen bei den Bäumen, weil das bringt einfach schon was. Die i3D habe ich mir angeguckt, 25 Mbit, das ist nicht viel, das stimmt, aber ist nur ein kleiner Tipp. So, hier hätten wir fast was vergessen, die Kompostieranlage, womit wir zur dritten Funktion kommen. Compost Soil fällt mir ein und hatte mir gesagt, ist auch verbaut, sprich Kompost kann als Dünger auch verwendet werden und ja, nett, cool, super, auf jeden Fall top, ist ja mittlerweile, hat sich sehr gut etabliert in der Modding-Szene, die Kompostieranlage von Mahu, die gehört schon fast überall dazu. Ja, Freunde, hier der Forstbereich 2 übrigens, vermute ich mal, dass das der zweite Forstbereich ist. Ja, kurzer Blick in die Log, auf fehlerfrei bis auf windmill.wave. Ja, das lässt sich beheben, indem man einfach die genannte Datei auch dort hinterlegt, wo sie hingehört. Der Pfad ist hier beschrieben. Dann ist die Log auch fehlerfrei. Und das finde ich sehr, sehr gut und sollte auch so sein. So, wir sind auch am Ende angelangt. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Checkt meine Beschreibung ab, da findet ihr noch weitere Infos sowie Links, sind blau markiert, die ihr anklicken könnt. Und da werdet ihr weitergeleitet zum Baufortschritt der Map und könnt auch noch ein paar Bildchen dazu gucken. Schaut vorbei, würde mich sehr freuen, dann führt man natürlich auch. In dem Sinne, danke dir, dass du mir vorab das geschickt hast. Und danke euch fürs Zusehen. Wir hören und sehen uns beim nächsten Video. In dem Sinne, tschüss, ciao und bye bye.